Können Sie sich das vorstellen, dass es so etwas gibt, ein Diplom für Rockmusiker? Sie ahnen es schon, so etwas gibt es tatsächlich. Und zwar in Dinkelsbühl und nur dort. Dort gibt es eine Musikschule, da kann man staatlich anerkannter Popmusiker werden. Nur wenigen ist es gegeben, uns mit einem fast überirdischen Talent in derartige Verzückungen zu versetzen. Wenige Auserwählte besitzen diese Musikalität, die sich in einer alles mitreißenden Virtuosität entlädt. Mit seiner Spielfreude, seinem einfühlsamen Vortrag zeigt uns der Künstler, wie sein Leben mit seiner Kunst verschmilzt. Zu nichts anderem ist er auf der Welt, als virtuos sein Instrument zu beherrschen und sein außergewöhnliches musikalisches Genie sprechen zu lassen. Er kann nicht anders. Alles Klischee? Der Rockmusiker an sich. Kein Genie, sondern ein Ausbildungsberuf. Mit Abschluss und staatlicher Anerkennung? An einer Schule für Rockmusiker? Sex and Drugs and Rock'n'Roll in Dinkelsbühl? Der Schulleiter, selbst ein achtbarer Rockmusiker, beteuert aber erstmal, wie wichtig die richtige Attitude, also die Einstellung, die Haltung seiner Nachwuchsrockmusiker ist. Also doch Training, wie man gepflegt eine Gitarre zerhaut? Also wir werden die Leute nicht dazu anhalten, aber es gibt durchaus Musiker, wo das ein Ausdruck der Spielfähigkeit sein könnte. Also bei einer Punkband kann ich mir das immer vorstellen. The Who war ja eine Band, die gerade deswegen bekannt geworden sind. Aber im Nachgang hat man dann festgestellt, dass diese Band eben mit den vielen Dingen, die sie dann umgesetzt haben, inklusive Tommy als Rockoper, in der Lage war, Dinge zu schreiben, die weit darüber hinausgehen, eine Gitarre zu zerschlagen. Also, was lernt man? Auf dem Stundenplan steht Spielen in einer Band, Arrangieren, Gehörbildung, Rockgeschichte, Komponieren, Rhythmus und im Hauptfach ein Instrument oder Gesang. Hier proben Klaus, Kate und Mine für einen Leistungsnachweis im Gesang. Das Lied ist natürlich eine Eigenkomposition und benotet wird nicht nur Stimme und Lied, sondern auch die Attitude. Wer einen der 17 Ausbildungsplätze ergattern will, muss vor einer Jury vorspielen und vorsingen. War hier unten im Keller drin. Und da hatte ich halt musste ich ein A Cappella-Stück singen und halt zwei mit Demo oder halt selbst begleitet. Ich habe mich halt selbst begleitet. Eins mit Klavier von Betty Midler, dieses The Rose. Wie geht's? Some say love, it is a river that drowns the tangerine. Das hatte ich halt gesungen und von Skunk and Nancy, A Cappella, das Hedonism. Dieses Just because you feel good, I still want you here tonight. Sie kommen aus allen Teilen der Republik. Nicht wegen der staatlichen Anerkennung, sondern weil sie Musiker werden wollen. Und alle glauben, dass das besser klappt, wenn sie hier im Percussion-Unterricht sitzen, statt in Kellern zwischen Eierkartons und Verstärker. Die Hitparade kann warten. Erst kommt die solide Ausbildung. Why don't you weep? Das war jetzt Kopfstimme und da bin ich jetzt dran am Fallen. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep? Das ist auch ein Skunk in Nancy. Also man merkt schon, eine Rocksängerin, die kommt eigentlich ohne klassische Singtechniken gar nicht aus. Also man benutzt immer die Technik der Klassik noch dabei. Hier also klassischer Einzelunterricht eines zukünftigen, staatlich anerkannten Rockgitarristen. Vom Rockgitarrenprofessor Peter Wölpel. Ohne Rückkopplung, ekstatisches Solo und männlichem Imponiergehabe, wie wir das sonst so gewöhnt sind von Rockgitarristen. Es ist halt ein unglaublich glorifiziertes Instrument. Der Rockgitarrist als solcher ist immer als Held und tritt als solcher auf. Mit unseren Kutten, langen Haaren, Stiefeln. Ich bin richtig vorschriftsmäßig so gekleidet, wie der Rockgitarrist gekleidet sein muss. Aber ich bin ein normaler Typ und die Schüler, die hier sind, sind auch normale Typen. Zum Beispiel Matthias, 19, Vorbild Van Halen und Peter Wölpel. Also ich bin selber noch höchst aktiver Musiker. Ich weiß, um was es da geht. Das heißt, es geht los mit Wandergitarre, im Studio Geld verdienen. Da muss ich in der Lage sein,
banale Sachen zu spielen. Allerdings im Studio müssen die hundertprozentig perfekt sein. Es klingt unglaublich leicht und lächerlich und ist in Wirklichkeit wahnsinnig schwer. Aber mal ehrlich, Studiomusiker, ist das der Traumberuf, für den Matthias täglich stundenlang übt? Was heißt Traum? Also der Traum allein schon ist, super Gitarre zu spielen. Also wenn man super Gitarre spielt, und da kann man auch eigentlich zu Hause alleine spielen, und da hat man ein tolles Erlebnis, weil es so einen Spaß macht, natürlich, wenn man auf dieses Instrument steht, nicht wahr? Aber natürlich, ja, möchte man auch auf großen Bühnen spielen, richtig mit Licht, mit allem und dran, weil das ja auch so viel Spaß macht, ne? Da kann man mit dem Kopf wackeln. Und wann ist man richtiger Rockmusiker? Vielleicht wird man als Rockmusiker schon geboren, wer weiß, vielleicht auch nicht. Aber ich fühle mich als, ich weiß nicht, ich fühle mich als Rockmusiker, ich will es auch so bleiben. Und damit die Nachwuchsrocker nicht vergessen, wie das ist, auch mal wieder gepflegt Krach zu machen, gibt's im Keller der Schule noch einen Übungsraum mit Eierkartons, Verstärker, Mikros und Lichtorgel. Dann wird gefeilt, wie Alanis Morissette es wohl gemacht hat, an der eigenen Virtuosität, vor allem aber an der Attitude. Denn nur dann gibt's nach 2 Jahren das Zertifikat, mit dem sie auf uns losgelassen werden. Mit staatlichem Segen. Auf Wiederhören, demnächst bei MTV und Viva.